Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bus Simulator 18. Ich bin gerade am Überlegen, haben wir. Gucken wir mal im Shop, was der größte Bus ist. Wir wissen ja, dass wir. Das wäre der S418, der Cetra S418, LE Business, der größte, den wir haben. gut, den Rest kriegen wir durch DLCs. Den S416LE. War das nicht blöd? War das nicht ein. Ach, 418, nicht 416. Okay, das heißt, den 418er könnten wir prinzipiell nochmal uns holen. S418 wollte ich nicht haben. Ich finde natürlich den Urban Way. Erdgas 2438. Das wäre ein Dieselbus. Das sind insgesamt 57 Leute. Oh Gott. 24 plus 38 ist ein 62. Da passen mehr rein. Und hier haben wir halt nur Sitz. Ne, wir haben Sitzplätze und Stehplätze. Never mind. Da passen da. Wow, da passen 7 mehr rein, okay. Okay, wir kaufen uns den Bus vorher noch. Denn. Wobei, ich weiß halt nicht, wobei Zopp könnte sein, dass er auch jetzt schon kommt. Innenbereich. Okay, ich habe mich schon gewundert. Man kann die Skin-Größe verändern, okay. Nimm einfach mal das. Okay. Anwenden. Okay, dann haben wir zumindest das schon mal und dann können wir schon mal die Strecke machen. Hier wollte ich hin. Nutze einen Fahrer und mit maximal 7 Haltestellen. Was? Maximal 7, okay. Zentraler Omnibus-Bahnhof. Okay, machen wir erstmal die hier. Neue Strecke. Brauchen wir denn jetzt einen Zopp? Da haben wir den Zopp. Westfield mindestens 2. Steineck mindestens 2. Soll ja eine Rundfahrt sein, ne? Wie das mit der Rundfahrt wird, das ja. Gehört das noch zu Steineck? Ja, das gehört noch zu Steineck. Steineck sind auch relativ gut ausgebaut, was das betrifft. Wir haben noch Siegwalden und Oakville. Haben wir noch einmal irgendwas mit Wester-Dingsbums? Nee, okay. Das ist aber auch noch nicht das Problem. Wir brauchen ja erstmal nur mindestens 2 in Westfield. Wir müssen ja nicht alle hier haben auf Level, auf Stufe XY. Deswegen machen wir es einfach mal ganz simpel. Und halten dann hier und hier. Und dann haben wir mindestens die. Und dann drehen wir dann hier vorne und fahren dann wieder zurück. Mindestens, okay, wir haben. Ich hoffe, das gehört zu Westfield dazu. Ich hoffe es einfach mal. Ansonsten haben wir ein Problemchen und müssen dann hier rüber durch. Aber wir probieren es einfach mal. Zopp und Steineck West. Beginnen die Fahrt. Wir brauchen also vorbei. Eigentlich hätten wir den Bus auch erst in Old Town gebraucht. Wir können jetzt immer noch mit dem. Warum ihn denn? Den Mercedes G fahren. Ist ja eigentlich nur geradeaus fahren, ne? Von daher ist alles kein Problem. Nichts mit ungewählter Strecke, aber Rundfahrt. Oder haben wir sonst mal Loop? Nee, Loop haben wir nicht. Freie Fahrt an die ersten Haltestelle beginnen. Okay. Das
Das ist doch eigentlich was anderes, aber egal. Too Early Event aktiviert, Schnellstart an. Zufällig. Schnellstart aus, so wollte ich es machen. Zufällig, Schnellstart aus. Umgekehrte Strecke nicht, sondern nur die Rundfahrt, denn wir wollen die Strecke nochmal in umgekehrte Richtung zurückfahren und dann können wir die Fahrt starten. Gott, oh Gott, immer diese Umänderungen, nachdem man Sonntagsfahrt mal aufgenommen hatte. Das ist ja noch alles davon, so die größten Settings, was das betrifft. So, dann wollen wir auch hier erstmal die Türen entsperren. Hier hinten passt die mal rein, wunderbar. Und dann würde ich sagen, wir sind ja schon fast direkt am Zopf. Oh Gott, das waren nochmal die ganzen Tasten. Ich kann mir überlegen. So, ja. Das wollen wir schließen. Motor starten. Das wollen wir deaktivieren, das wollen wir deaktivieren. Und jetzt können wir prinzipiell es. Ich darf das regnen, das hört sich gerade so an. Das wollen wir ausmachen und das wollen wir anhaben, genau. Noch was? Nicht, dass ich wüsste. Doch. Das übliche Problem. Nö. Warum ist denn das jetzt richtig? Um das mit dem Zoom der Karte auf sich hat. Also ich weiß, neues Update, aber keine Ahnung, ob es automatisch ist oder nicht. Wobei das war vielleicht auch blöd mit dem Gelenkbus jetzt hier beim Zopf, weil der Zopf ist doch schon ziemlich, wie soll ich sagen, eng. Haltebucht 4 halten. Ein schöner Tag. Ja. Nur am Bus. War also doch verkehrt, sondern nur in der Ego-Perspektive. Ja. Auch wenn das wenig Sinn macht für mich. Ups. Ach, verdammt. Ich habe vergessen, die Tür abzuschließen. Okay, will niemand Dings haben, kein Ticket, dann können wir losfahren. Das Rausfahren wäre sowieso schon eng genug. Oder? Ah, das manchmal passt. Fühlt es sich an, das passt als alles. Wäre das gesamte Universum eine Simulation. Aber hier war das Problem auch eher weniger, sondern das Problem war eher in Old Town, wie wir ja beim Ding sehen konnten, bei Sonntagsfahrer. Uiuiui, die Kurve kriegen wir so nicht hin. Glaube ich nicht. Kommt noch Brief über den Bordschein, oder? Oh, das ist aber scharf. Ups, haarscharf ist das. So. Ich mach einfach auch mal ohne Hupen. Also.
Ohne dass wir uns den Weg frei gucken. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Ah, ja. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Zumindest so lange, bis sich die KI nicht entscheiden kann, ob sie fahren will oder nicht. Aber es ist mal wieder schön unangenehm hier zu fahren. Also pünktlich werden wir nicht sein, auch wenn wir eigentlich viel Zeit haben, um die Zeit wieder rauszuholen. Wir fahren einfach mal mit. Gehen wir mal in den Stau hier. Und fahren Richtung, ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit. Weiß nicht, was mit K? Ich weiß schon gar nicht, wo wir jetzt hinfahren. Aber es ist auch interessant, dass wir tatsächlich. Ich hab echt gedacht, dass die Rundfahrt was anderes war, als das, was wir sonst immer machen. Ich habe schon gedacht, okay, jetzt muss ich eine Rundfahrt machen, um dann und dann nochmal, um das andere Ziel zu erfüllen, alle Strecken nochmal fahren. Aber war es denn ja doch nicht so, oder ist denn ja doch nicht so? Hey, oh. Hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar, ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Abbiegen, fahr doch, der will auch abbiegen. Ach Gott, oh Gott. Der will nicht abbiegen. Der will auch nicht, der will abbiegen. Das ist aber auch immer abenteuerlich hier. Aber gut, dann sollte ich mir. Dann haben wir zumindest schon mal für den Moment, wenn wir Old Town freischalten. Haben wir dann zumindest schon mal einen Bus dafür, um dann die Strecken dort zu fahren. Nächster Halt, Peacekogel Grange. Absolut pünktlich. Genauso wie es ist. Okay. Ja gut, pünktlich, wir sind echt überpünktlich. Ich glaube, sie blockieren die Tür. Das ist ja der Wahnsinn. Wer blockiert die Tür? Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Mehrere Fahrkarten natürlich. Woche, Student, 3 Stück. Danke. Bitteschön. Eine Fahrkarte bitte. Ah, auch eine Woche. Oh, Mensch, Fahrkarten, das ist schon mal gut. Danke. Schön. Ah, dann warten wir mal. Und dann geht's dann gleich weiter zur Wanderstiefelstraße. Und Abfahrt. So sieht es nämlich aus. Also manche Schlaglöcher sind doch echt gemeingefährlich. Die kann man ja eigentlich nur durchpesen. Westfield fängt ja auch gut an. Ach Gott, dass man mal anhalten muss. Tut mir leid, ich mach's leiser. Ich meine, man könnte ja die Durchsage, dass man. Die Musik ausgemacht werden, soll ja auch während der Fahrt machen.
einmal ins Mikro rein, ey, können Sie mal bitte Musik ausmachen hier und so weiter und dann können wir ja direkt weitermachen. Ach Mensch, ich hätte ja gerade eben mal gucken können, ob es irgendwelche Schwarzfahrer gibt. Aber gut, das machen wir vielleicht gleich. Wir haben ja gleich dafür noch Zeit. Steineck, Kirche. Schauen wir mal. Zeitlich gesehen soll es aber eigentlich eine recht gute Strecke sein. Also keine, wo man jetzt unfassbar viel Zeit verliert, wie in den Industrie, wie in den Industriegebiet, im Hafen und was es alles nicht alles noch so gibt. Interessant, wie der Seitenspiegel leckt. Warum auch immer. Steiner Kirche, okay, wir könnten vielleicht Zeit haben, einmal kurz durchzuhuschen. Oh, die Zeit nehmen wir uns einfach. Wir haben sie zwar nicht, aber wir nehmen sie uns einfach mal. Ich brauche eine Fahrkarte. Wiedersehen. Eine Fahrkarte, natürlich. Ja, Standard drucken. Danke. Bitteschön. Eine Fahrkarte, bitte. Eine einzelne Fahrkarte. Danke. Bitteschön. Ja, dann huschen wir mal kurz durch. Na klar. Ja, hier denn? Auch die Karte. Was? Ach so. Hier. Hier, bitte. Schön. Was? Ach so. Und hier. Dann geht's auch wieder direkt weiter. Oder auch nicht. Und da kommt niemand, dann können wir auch wieder weiterfahren. Dann versuchen wir mal ein bisschen Zeit rauszuholen wieder. Steineck, West. War jetzt hier ein bisschen blöd gemacht und taktisch unklug. Da zwischen Steineck Kirche und Steineck, was auch immer jetzt gerade gleich kommt, noch ein bisschen wenig Zeit drin ist. Ich fahr doch einfach rüber. Na, wie lange willst du noch darum schimmeln? Geht doch. Und da haben wir den Kollegen, der vor uns ist. Nächster Halt, Steineck, West. Kommen wir gerade echt ziemlich gut an, also. Gut in dem Sinne, dass wir, dass der wegfällt, wenn wir ankommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Danke. Je öfter man den Spruch hört, desto schlechter wird der. Also der bisschen wird nicht besser. Wäre ja auch schlimm, wenn er besser werden würde. Lange nicht gesehen. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ein paar mehr von den Flachwitzen wären auch nicht schlecht. Damals, das war als... Ja, echt schön, dich zu sehen. Ich wünsch dir was. Frage ist, würden wir halt pünktlicher sein, wenn wir häufiger die Hupe benutzen, um mögliche Staus zu...
entwirren oder nicht. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Das sind halt blöd, also was, es sind halt, na, doch schon High-Density-Kreuzungen, wo halt viel Verkehr ist. Weil es halt einfach solche, ja, nimm es mal enge T-Kreuzungen sind. Ich fahre einfach hinterher, oder auch nicht. Irgendwie ja schon, aber halt irgendwie auch nicht. Was soll die Scheiße? Von einem Stau zum nächsten. Was hat sie gemeint? Also pünktlich werde mir nicht sein. Mal gucken, ob wir am Zopf noch pünktlich ankommen. Zweifel ist ja. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Aber gut, der will. Wollte links abbiegen. Der will auch links abbiegen. Perfekt. Dann können wir jetzt auch die Kurve, die einmal umkreist rum. Müssen wir wieder in Steineck. Müssen auch wieder Steineck raus. Okay, das könnte jetzt sein, dass wir jetzt unseren ersten Minuspunkt bekommen. Einfach weil wir so spät sind. Das hätte eine 5-Sterne-Runde werden können, sofern ich jetzt da gleich nicht noch ein paar Schlaglöcher oder sonstiges mitnehme. Die ich ja bisher noch ausweichen konnte. Aber jetzt die Zeit, wir sind eine Minute zu spät, das gibt schon einen Minuspunkt. Wo die wieder reinholen können. Steineck, Kirche. Okay, doch nicht. Noch ein gutes Timing, okay. Okay. Hey, irgendwer hat was vergessen. Ich brauche eine Fahrkarte. Wo ist denn? Da. Danke. Bitte. Standard drucken. Danke. Sehr schön. Nächster Halt, Westfield. Wanderstiefelstraße. Na, okay, das ist nicht ganz so weit entfernt jetzt. Kommen, glaube ich, nochmal ein paar Schlaglöcher auf alle Fälle. Ich glaube, nochmal kurz vor. Vor der Kreuzung. Das wird vor der nächsten Bushaltestelle. Die wir zwar nicht anfahren werden, aber gut. Hier haben wir es. Nächster Halt, Westfield. Wanderstiefelstraße. Von links kommt nichts.
von rechts auch nichts, wirklich. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar, ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Ich auch noch mal irgendwo ein Schlafloch. Nächster Halt, Westfield. Wanderstiefelstraße. Eieiei. Verdammt, jetzt ist es zu spät. Tschüss. Tschüss. Warum musste die Person auch ihre Sachen vergessen? Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt. Dass in Westfield nur von der Seite aus Zopfrichtung Dings ist. Eine Speedbump in der Stadt. In der Stadtgrenze. In die Stadt rein. Immer zu spät, immer zu spät. Nach dem Motto gerade gefahren. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte kommt sofort, Student. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Eine Tagesfahrkarte für Senior. Danke. Wunderbar. Okay, das könnte sein, dass wir auch sogar pünktlich im Top sind. Der biegt ab. Glaube ich keiner mehr. Ja, richtig gesehen, aus dem Augenwinkel. Die Frage. Wird das doch jetzt nicht mal zweispurig, ne? Einspurig, also ja. Ihr wisst, was ich meine. Es bleibt zweispurig. Mal ab zum Zopp. Sind wir schon gleich? Wo wir jetzt halten sollen, wieder halt der Wucht hier, alles klar. Gar kein Problem. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Das nenne ich guten Service. Da bin ich mal gespannt. Wir beenden die Fahrt auf alle Fälle. Tschüss beim Dings, um nochmal ein paar mehr Bonuspunkte einzusammeln.
Also pro paar Pluspunkte einzusammeln. Mal gucken, ob das sogar ausschlaggebende Punkte sind. Da ist alles an Müll. Ich bin nicht wirklich viel mitgefahren bei eurer ersten Fahrt. Dann fahren wir mal zur Garage. Fällt auch nicht wunderbar. Hier noch mal rüber, scheinbar nicht. Wunderbar, dann können wir ja auch hier ganz gemütlich jetzt hier hinfahren und hier ist auch keiner, dann können wir auch hier schön in die Garage fahren. Ja, mal die ganze links. Bin mal gespannt, was das so gibt. Ah, immerhin 4. Und ein neues Level war sowieso klar. Neue Farbe. Zwei neue Farben. Und ein neues Wrap. Okay. 21.000 Punkte. Gut, da sind uns ein paar Schwarzfahrer entgangen. Und ja, das zu mit spät ankommen, das hat halt alles gekillt. Aber die Woche ist ein Ticken besser als die Woche davor. Und dann wollen wir mal, das sind 21.000, das ist gar nicht mehr so schlecht. Was, wir haben hier gar keine Dings. Kein Fahrer haben wir hier, okay. Dann würde ich sagen, holen wir einfach uns einfach mal zwei Fahrer. Ach, das war ja diese Tour für die Level 3 Dinger da, ne? Okay. Dann holen wir uns mal zwei Busse. Oder einfach mal bei dem Citaro K. Zwei Busse upgraden und so weiter machen wir irgendwann nochmal. So, die Werbung. Ja, wir haben auch die anwenden. Dann brauchen wir uns nochmal einen zweiten Bus. Und geben dem selbstverständlich auch die Werbung. Brauchen wir noch zwei Profi-Angestellte. Und oh, ein Ass gibt es auch. Krass. Okay. Dann gibt es der Ass. Ja. Das Ass, das kommt dann auf die Zopfstrecke. Fahrer zuweisen. Mhm. Was auch immer. Und wir haben sogar jetzt mehr Asse, das ist krass, okay. Olga ist Profi, okay. Und jetzt hier Fahrrad zuweisen und Bus. Und Olga Zellermann. Was ist da jetzt eigentlich der Unterschied? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ist das das prozentual? Wahrscheinlich, ne? Gucken wir einfach mal. 12.600, sagen wir einfach. Oh, 12.700 fast. 685 durch
Das sind knapp 70%. Und das sind 80%. Okay. Da ist jetzt die Frage, okay, nach Ast kommt noch mal was. Vielleicht. Haben wir da jemanden, der schon von Ast auch fast durch ist? Nee. Da bin ich ja mal gespannt. Haben wir das auch und können uns dann nächste Folge um den zentralen Omnibus Bahnhof Siegwalden und Oakville kümmern. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.